Spuren des Romans, die gären schon eine Zeit lang schon in meinem Hirn. Und man hat so gewisse Vorstellungen. Und das ist dann relativ schnell konkret geworden, eben mit der Marie Rötzer, die Blendung in Niederösterreich zu machen. Und wenn man dann auch weiß, mit welchem Ensemble man arbeitet oder welche Leute man vielleicht für die Produktion besetzen kann, dann formt sich das noch mehr. Dann war ganz schnell klar, Bettina Kerl muss Peter Kien sein und mit Julia Kreusch, glaube ich, ist eine wunderbare Therese Krumpholz gefunden worden. Sie sind eine Seele, eine Heilige, aber ich bitte Sie, Herr Professor. Die Entscheidung, welcher Charakter, welche Figur Puppe ist und welche durch SchauspielerInnen verkörpert wird, das entsteht oft intuitiv oder aus einem ganz klaren Konzept heraus. Und eben bei der Blendung ist es eben im Fall von Pfaff, der der Karikatur so viel näher ist als der Realität, auf grausamste Art und Weise, dann ist das zum Beispiel eine Figur, die man wirklich in ihrer Unfassbarkeit mit einer Puppe fassbar machen kann. Ich weiß genau, was Sie meinen. Ja? In meiner aktiven Zeit habe ich das Leben und Treiben dieser, wie man sagt, Subjekte genau studiert. Sie spüren die Gefahr, die dem Rohen, dem Primitiven und dem Geistlosen droht und verfügen die Ausrottung des Geschriebenen durch Feuer! Die Figuren der Blendung sind unglaublich satirisch, aber in ihrem Kern zutiefst wahr und grausam und schlecht. Aber wir schauen ihnen auch gern zu und haben eine Lust, ihnen zuzuhören. Es ist einfach wirklich eine kleine verführerische Freude an der Schlechtigkeit der Welt, aber ich hoffe mit dem richtigen Appell.